Und damit kommen wir zu Tagesordnungspunkt 13. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes, Drucksachennummer 20/178. Auch hier ist die Redezeit 7 Minuten und 30 Sekunden pro Fraktion. Als Erstem darf ich das Wort erteilen der Abgeordneten Brünnel für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Brünnel. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Trotz fortgeschrittener Stunde bitte ich auch hier noch einmal um Ihre Aufmerksamkeit. Die Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bringen heute das zweite Gesetz zur Änderung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes erneut in das parlamentarische Verfahren ein. Das derzeit geltende, zuletzt im Jahr 2010 novellierte HessBGG gibt den Verwaltungsbehörden zwar klare Handlungsleitlinien, um jedoch sicherzustellen, dass alle Betroffenen bundesweit vergleichbare Standards vorfinden, sollen die Vorschriften des BGG unter Beachtung der Intention der UN-Behindertenrechtskonvention für das Verwaltungshandeln der Behörden in Hessen implementiert werden. Ziel des Gesetzes ist es, die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung zu beseitigen und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Damit alle Menschen gleichberechtigt ein selbstbestimmtes Leben führen können, müssen Barrieren abgeschafft werden. Barrieren in Städten, in Gebäuden, bei Transportmitteln, im Internet und in der Sprache. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch in unseren Köpfen. Und es geht nicht um bessere Akzeptanz oder nur ein bisschen bessere Akzeptanz und vermehrte Hilfestellung, sondern darum, dass die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung aufhören. Es geht um ihre Anerkennung als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft. Es geht auf ihr Recht auf Bildung und Erziehung, ihr Recht auf Arbeit, auf Assistenz und um Unterstützungsangebote. Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf basiert auf dem im vergangenen Jahr eingebrachten Novellierungsentwurf des HessBGG, dessen Verabschiedung dann der Diskontinuität anheimgefallen ist und beinhaltet nun neben den neuen Regelungen aus der ersten Lesung der vergangenen Legislaturperiode auch die gemeinsam von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN beschlossenen Änderungen des SIAS vom 22.11.2018. Und hier wurden bereits wesentliche Verbesserungen eingebracht und basierend auch auf den Stellungnahmen und schriftlichen Anhörungen, die jetzt bereits schon eingepflegt werden könnten. Und auf die wesentlichen Eckpunkte des nun vorliegenden Entwurfs werde ich gleich noch einmal im Einzelnen eingehen. Auf die neue Regelung, über die wir uns am meisten freuen, über die möchte ich natürlich gleich am Anfang berichten. Es ist die Ergänzung in § 18, der wie folgt lautet: Zukünftig wird, wie wir es bereits im Koalitionsvertrag vereinbart haben, das Amt der Beauftragten der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderung hauptamtlich wahrgenommen und der Dienststelle des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet. Das Amt erfährt durch die Hauptamtlichkeit endlich nicht nur die entsprechende Würdigung, sondern sie betont auch den Stellenwert, den die Landesregierung hier dem oder der Beauftragten einräumt. Wir alle wissen, wie wichtig die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene ist. Wir wissen aber auch, wie wichtig in diesem Zusammenhang der Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit den Verbänden und Organisationen ist, die sich mit den Interessen der Menschen mit Behinderungen befassen. Kommunen können nun Unterstützung erfahren. Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauftragte kann Kommunen beratend zur Seite stehen, damit diese ihre Pflicht zur Regelung des § 8 Absatz 2 nachkommen können. Hier können jetzt bei der Erstellung von Satzungen können sie behilflich sein, und es können auch Mustersatzungen erstellt werden. Das ist auch neu geregelt. Neben der bisherigen Berichtspflicht ist zukünftig eine Abfrage vorgesehen, wie der Prozess der Inklusion aus Sicht der Menschen mit Behinderung wahrgenommen wird. Und das ist auch eine deutliche Verbesserung.
der oder dem Beauftragten kommt künftig auch die Rolle zu, gemeinsam mit dem Inklusionsbeirat Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention anzuregen. Das bedeutet insbesondere auch Anregungen von einzelnen Betroffenen, von Selbsthilfegruppen und von Behindertenverbänden entgegenzunehmen und zu überprüfen und einzuarbeiten. Der Inklusionsbeirat, den es bereits gibt, ist jetzt im Gesetz verankert. Und diese gesetzliche Verankerung lässt ihm nun auch die angemessene Bedeutung zukommen. Sie und der Landesbeauftragte fördert die Zusammenarbeit mit den Verbänden und den kommunalen Gremien, mit den Behindertenbeiräten, mit den Beauftragten und den Ausschüssen. Und alle, die in kommunaler Arbeit tätig sind, wissen, wie wichtig diese Zusammenarbeit vor Ort ist. Zudem befasst sich der Gesetzentwurf mit der Anpassung der Begriffe Behinderung, Benachteiligung und Barrierefreiheit an die UN-Behindertenrechtskonvention. Der Begriff Menschen mit Behinderung wird im Artikel 1 Satz 2 der UN-Behindertenrechtskonvention genau definiert. Und für uns ist es wichtig zu begreifen, dass sich das Verständnis von Behinderung ständig weiterentwickelt und dass Behinderung nur aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigung und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern. Und dies gilt es endgültig zu ändern. Mit der Anpassung der Begrifflichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, verändert sich auch das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderung. Und das ist zwingend notwendig. Ich möchte noch ein paar weitere Punkte erwähnen. In § 4 die Aufnahme der Beweislastumkehr. Das heißt, der Träger der öffentlichen Gewalt muss im Einzelfall nachweisen, dass keine Benachteiligung vorliegt. In § 5 wird um Absatz 3 und 4 erweitert, nämlich um die Stärkung der Rechte von Frauen und Kindern sowie Eltern mit Behinderung. In § 8 Menschen mit Hör- und Sprachbehinderung haben das Recht, die deutsche Gebärdensprache oder laut sprachbegleitende Gebärden zu verwenden. Wir richten das Augenmerk aber auch auf taubblinde Menschen, für die die Gebärdensprache keine Lösung ist. Dem Thema Kommunikation wird in diesem Gesetzentwurf besondere Bedeutung zuteil. Zukünftig sollen öffentliche Stellen vermehrt in leichter Sprache kommunizieren und Behörden ihre Broschüren und Erklärtexte in leichter Sprache verfassen. Nicht zu vergessen sind die Regelungen in § 14 des HES-BGG, die barrierefreie Informationstechnik betreffen. Und ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in der Zukunft und für die Digitalisierung, die wir ja jetzt auch aufgenommen haben in einem eigenen Ministerium. Es ist ein ganzer Strauß an Maßnahmen, der heute hier in der ersten Lesung eingebracht wird. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein wichtiger Meilenstein, nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für die gesamte Gesellschaft, so Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie unseren Teil dazu beitragen, die gleichberechtigte Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben zu verbessern, Barrieren abzubauen und Parallelstrukturen zu vermeiden. In diesem Sinne freue ich mich auf die Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brünnel. Nächste Rednerin ist die Abg. Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sie haben das Wort, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich hatte ja ein bisschen Hoffnung. Na? Die Hoffnung soll man ja nicht, sie stirbt zuletzt. Als Sie im letzten Jahr, Ende des Jahres, Ihren Gesetzentwurf zum Behindertengleichstellungsgesetz zurückgezogen haben, ich hatte die Hoffnung, dass Ihnen Ihre Mitarbeiterin von Schwarz-Grün die umfangreiche Kritik der Non-Profit-Organisationen nicht nur überbracht haben, sondern Ihnen auch deutlich gemacht haben, dass der Gesetzentwurf, so wie er ist, nicht weiter bestehen kann. Aber leider, nein, es ist sehr wenig davon umgesetzt worden, von der Kritik, die massiv war von den Organisationen und von den Behindertenverbänden. Sie enttäuschen damit zum zweiten Mal in kurzer Zeit die Menschen mit Beeinträchtigungen und ihre Organisationen.
Ich kann durchaus sehen, dass auch bestimmte Dinge aufgenommen worden sind. Nach langem Kampf, muss ich sagen, ist auch die Landesbeauftragte hauptamtlich geworden. Sie haben darauf hingewiesen gerade. Das ist aber auch notwendig. Ich denke, jeder, der im Sozialausschuss in den letzten Jahren tätig war oder in diesem Themenfeld tätig war, hat gesehen, welche große Herausforderungen und welche großen Anforderungen das bedeutet. Sie haben der Landesbeauftragten auch die Aufgabe gegeben, Mustersatzungen zu entwickeln. Das fand ich jetzt besonders prickelnd. Das hat mir besonders gut gefallen. Ich denke, sie kann wesentlich mehr. Die jetzige, und ich hoffe, Sie werden ja sicher eine neue bestellen, mir ist noch gar keine bekannt, oder eine wiederbestellen. Das ist auf jeden Fall Zeit geworden, diese Funktion aufzuwenden, aufzuwerten. Auch, dass der Inklusionsbeirat endlich in dem Gesetz drinsteht, ist erfreulich. Es ist auch erfreulich, dass er zur Mehrheit von Menschen mit Behinderungen besteht. Auch die Schwerbehindertenvertretungen tauchen auf. Das Kriterium der Auffindbarkeit bei der Barrierefreiheit ist ganz wichtig, ist aufgenommen worden. Aber das sind halt nur ein paar wenige positive Änderungen. Und die sind leider auch halbherzig. In Thüringen beispielsweise wird die Landesbeauftragte vom Landtag gewählt. Sie hat eine ganz andere Position, eine wesentlich wichtigere und bedeutende Position. Ich denke, das würde auch ihre Aufgabe entsprechen. Die Vorschläge von der Besetzung dieser Person kommen aus dem Inklusionsbeirat selbst, der nur von Menschen mit Ausbehindertenorganisationen besetzt ist, und von den Fraktionen. Die dürfen auch vorschlagen. Aber ich denke, Sie können ja gerne, ich habe es, glaube ich, gestern schon einmal gesagt, sich mit Thüringen in Verbindung setzen und auch in deren Erfahrungen profitieren. Ich denke, der Gesetzentwurf drückt sich um eine Menge von Problemen, die genannt worden sind in der Anhörung. Ich will einige zumindest aufführen. Die selbstbestimmte Wahl der Wohnform. Es ist selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderungen selbst entscheiden sollen und müssen, wo und welcher Wohnform sie leben. Das muss aber ausdrücklich auch festgehalten werden. Sonst kommt es immer aus Kostengründen zu bestimmten Wohnformen, die sie vielleicht nicht möchten, in Einrichtungen oder in betreuten Wohngemeinschaften. Die Taubblinden kommen nicht so vor, wie es eigentlich notwendig ist. Sie schreiben immer noch von Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung. Zumindest die älteren Kolleginnen und Kollegen, die damals bei der Anhörung im Ausschuss dabei waren, haben doch eindrücklich festgestellt, dass es auch Menschen gibt, die beide Behinderungen haben und die natürlich auch eine ganz besondere Form der Kommunikation brauchen. Und da ist es notwendig, dass das Lormen auch in den Katalog mit aufgenommen wird. Psychische Erkrankungen werden nicht erwähnt, deren Bedarf spielt keine Rolle. Finanzielle Mittel zur Umsetzung sind nicht ausgewiesen. Die Kommunen bleiben weitgehend außen vor oder sind nur als Freiwillige eingebunden, um das Konnexitätsprinzip zu umgehen. Das verstehe ich natürlich von Ihrer Seite. So machen Sie das ja mit diesem Konnexitätsprinzip aus der Verfassung, das eigentlich nur nicht das Papier wert ist, auf dem das draufsteht, weil Sie nie etwas ins Gesetz reinschreiben, sodass irgendeine Kommune irgendwann mal danach einen Anspruch danach entwickeln kann. Ja, das weiß ich. Als Kommunalpolitikerin weiß ich das. Damit habe ich genug und oft genug zu tun. Ich denke, es sind weitere Verpflichtungen wären notwendig, gerade auch auf der kommunalen Ebene die Situation zu verbessern, weil ich denke, gerade hier ist es notwendig, dass Menschen auch eingebunden werden und die Bedürfnisse und der Bedarf von Menschen mit Behinderung deutlich berücksichtigt wird. Es ist notwendig, eine Vorgabe zu hauptamtlichen Behindertenbeauftragten zu machen, zur leichten Sprache, zu Berichtspflichten. Völlig unzureichend ist aber, und das ist das, was ist natürlich besonders interessant ist, eigentlich war es ja notwendig, diesen Gesetzentwurf aufzulegen, weil die Normen aus der EU-Richtlinie
zu barrierefreien Webseiten und mobilen Anwendungen umgesetzt werden mussten, was im letzten Jahr ja nicht geglückt ist, weil Sie den Gesetzentwurf eingereicht, wir einen Ergänzungs-, einen Änderungsantrag gemacht haben und Sie dann aus lauter Panik alles zurückgezogen haben. Hier sind Sie aber wiederum nicht den wesentlichen Entscheidungen im Gesetz gefolgt. Und Sie dürfen das nicht in eine Verordnung auslagern. Das ist ein Verstoß gegen das Wesentlichkeitsgebot. Und ich glaube, auch daraus, auch das muss, dazu muss verpflichtet werden, auch die Verwaltung muss verpflichtet werden, ihre Intranet-Anwendungen und elektronischen Akten innerhalb einer kurzen Zeit barrierefrei zu gestalten. Und nur so lassen sich angesichts des digitalen Wandels Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen langfristig sichern. Und ich sage Ihnen, da gibt es ganz, ganz viele Befürchtungen, gerade von Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Hör- und Sehbeeinträchtigungen, dass sie merken, aufgrund der digitalen Situation, sie, wenn sie die Barrierefreiheit nicht im Internet gestaltet wird, dass sie ihre beruflichen und kommunikativen Möglichkeiten verlieren. Aber auch andere Dinge wie das Kompetenzzentrum Barrierefreiheit steht nicht drin. Auch die privaten Unternehmen spielen keine Rolle. Auch das ist mit in der UN-Richtlinie mit aufgenommen. Auch andere Dinge. Ich kann, will das gar nicht alles aufzeigen und aufweisen, was alles fehlt in diesem Gesetz. Ich denke, die Gesetzeslesung, die Anhörung im Ausschuss wird das aufzeigen. Sie werden das zu hören bekommen. Ich denke, entscheidend ist, wie Sie jetzt mit diesem Gesetzentwurf umgehen. Die Landesregierung hat und die tragenden Parteien, sie haben einen riesigen Schaden im letzten Jahr angerichtet mit ihrer Verweigerung, dieses Gesetz im Ausschuss mündlich anzuhören. Das wiedergutzumachen wäre nur möglich, wenn Sie wirklich schnellstens Ihren Gesetzentwurf nach den Vorschlägen der Verbände, und nur die habe ich heute vorgetragen und nur einen kleinen Teil davon, wenn Sie diesen Gesetzentwurf danach überarbeiten. Ich denke, Sie haben gesagt, Sie wollen Barrieren abbauen. Bauen Sie die Barriere ab und machen Sie auf jeden Fall eine ordentliche Anhörung zu diesem Gesetz. Das ist dringend erforderlich. Danke schön. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ich möchte aus gegebenem Anlass darauf hinweisen, dass der Verzehr von Speisen im Plenarsaal unerwünscht ist, aber im Einzelfall von Rügen abgesehen werden kann, wenn die Speisen mit dem Präsidium geteilt werden. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Enners. Bitte schön, Herr Kollege Enners, Sie haben das Wort. Auch bei Ihnen gilt 37. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Deutschland hat sich auf Bundesebene durch Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention dazu bekannt, bestehende Benachteiligungen für Menschen mit einer Behinderung abzubauen und zukünftig zu vermeiden. Neben der Inklusion und der Verwendung von einfacher und leichter Sprache ist das Thema Barrierefreiheit ebenfalls mit auf der Agenda. Barrierefreiheit wird aber leider viel zu häufig nur auf die Mobilität, z.B. wie den Zugang zu Gebäuden, also auf bauliche Dinge, reduziert. Barrierefreiheit bezieht sich heutzutage jedoch auf die digitalen Medien, auch auf die digitalen Medien. Neben den großen Chancen und Vorteilen birgt das Informationszeitalter aber auch die Gefahr, sozial benachteiligte Personen und Menschen mit Behinderung von den neuen Medien und Technologien auszuschließen. Dies beginnt schon damit, dass das Angebot der Kommunen und Kreise im Internet im Vergleich zum Vorzeigeland der Digitalisierung, Estland, einfach nur ungenügend ist. Die Digitalisierung bietet nicht nur die Möglichkeit von Kosteneinsparungen für die öffentliche Verwaltung, sondern auch die Chance, Hand in Hand mit dem notwendigen Ausbau der kommunalen Angebote bei gleichzeitig vollständiger Umsetzung der Barrierefreiheit Angebote für Menschen mit Behinderung zu schaffen, die speziell auf deren individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Im Gegensatz zur CDU im Bundestag, meine Damen und Herren, geht die hessische CDU mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf schon einmal einen Schritt in die richtige Richtung, zumindest auf den ersten Blick.
Während es in der noch aktuell gültigen Fassung des BGG heißt, dass zur Herstellung von Barrierefreiheit Landesverbände von Menschen mit Behinderung auf der einen und kommunale Körperschaften auf der anderen Seite Zielvereinbarungen treffen können, so heißt es im vorliegenden Gesetzentwurf nicht mehr kommunale Körperschaften, sondern nur noch Unternehmen und Unternehmensverbände, die Zielvereinbarungen treffen sollen. Somit ist der Ansatz gegeben, aber durch die fehlende Verpflichtung der Beteiligten ein Erreichen des Ziels infrage gestellt. Ihnen, meine Damen und Herren der CDU, hier auf der Regierungsbank und Ihren Kollegen in der Bundesregierung fehlt einfach der Mut, die Privatwirtschaft so einzubinden, dass diese eben tatsächlich barrierefreie Webseiten anbieten müssen. Schauen wir nach Österreich. Nicht nur die kommunalen bzw. staatlichen Internetseiten müssen barrierefrei sein. Nein, auch die Privatwirtschaft wird zur Barrierefreiheit gesetzlich verpflichtet. In Deutschland ist die digitale Barrierefreiheit für die Privatwirtschaft auf freiwilliger Basis immer noch die gängige Praxis. Von Ihren Kollegen in Berlin sehen wir die fehlende Bereitschaft, von Ihnen hier in Hessen, ich sagte es bereits, der fehlende Mut, den letzten Schritt zu gehen. Wir von der AfD merken, dass hier im vorliegenden Gesetzentwurf die Absicht zwar gut, die Umsetzung aber nicht ausreichend ist. Denn die wichtigsten Aussagen des BGG sind das Benachteiligungsverbot und die Pflicht zur Barrierefreiheit. Und genau hier ist unserer Meinung nach ein weiterer Ansatz gegeben, um Kritik am vorliegenden Gesetzentwurf zu üben. Die Barrierefreiheit ist nicht nur von der körperlichen und psychischen Behinderung aus zu sehen, wie es leider oft der Fall ist, sondern auch im hohen Maße von einer Sinnesbehinderung. Es nützt die breiteste barrierefreie Tür nichts, wenn man den Weg dahin nicht findet. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel. Jemand, der auf einen blinden Hund angewiesen ist, der hat den Hund in erster Linie nicht als Hund, sondern als Hilfsmittel. Und behinderte Menschen ist die uneingeschränkte Mitnahme von Hilfsmitteln zu gestatten, um sie nicht zu benachteiligen. Brandenburg und Nordrhein-Westfalen machen es uns vor. Dort haben die Landesregierungen die Mitnahme von blinden Hunden in Behörden und Ämtern bereits zugunsten der Betroffenen geregelt. Hessen hat hierzu leider keine einheitliche Regelung, und jede Kommune verfährt nach eigenem Ermessen. Meine Damen und Herren, hier wäre jetzt die Chance gewesen, neue Standards zu definieren und eine Regelung zum Wohle der Betroffenen zu finden. Aber leider kann man dazu keinen Ansatz im vorliegenden Gesetzentwurf finden. Im Gegenteil, es findet sich folgende Aussage an die Kommunen wieder. Konkrete Anforderungen werden nicht vorgegeben. Und genau das finden wir bedauernswert. Auch wäre es für behinderte Menschen in Hessen hilfreicher, wenn sie sich mehr auf praktikable Lösungen verständigen würden als auf sprachliche Experimente. Denn was hilft es, wenn Begrifflichkeiten wie hör- und sprachbehinderte Menschen in Menschen mit Hör- und Sprachbehinderung umgeändert werden? Der Nutzen für die betroffenen Menschen wird in der Realität wohl gegen Null gehen. Die Zeit, die für solche Sprachspielchen aufgewendet werden, wären in Praxislösungen sicher besser angelegt gewesen. Wir denken auch, dass die Umsetzung der UN-BRK eine wichtige und notwendige Aufgabe ist, aber man sollte nicht immer nur die Pflicht erledigen, sondern in diesem Fall wäre etwas mehr Kür ein wirklicher Gewinn für die betroffenen Menschen. Meine Damen und Herren, wir von der hessischen AfD schließen uns klar den Forderungen des Deutschen Gehörlosenbundes, dem Deutschen Behindertenrat und anderen Behindertenverbänden an und fordern Sie, meine Damen und Herren von der CDU, auf, sich innerhalb Ihrer Partei dafür einzusetzen, dass die digitale Barrierefreiheit wirklich in allen Bereichen und somit auch der Privatwirtschaft umgesetzt wird. Gleichzeitig fordern wir die Koalitionspartner gemeinsam auf, zukünftig die eben angesprochene Kür in den Vordergrund zu stellen und nicht nur die reine Pflicht abzuarbeiten. Wir unterstützen Sie dabei gerne, denn wir wollen, dass Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht wird. Die AfD wird dem Gesetzentwurf, auch wenn er noch verbesserungswürdig ist, zustimmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Alex für die Fraktion der SPD. Uiuiui.
Ja, meine Damen und Herren, das dauert ein wenig. Herr Präsident, meine Damen und Herren, bei einem Gesetz, das die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Landesrecht vorsieht, ist es sehr wichtig, dass die Betroffenen sicher sein können, dass bei der Erarbeitung größtmögliche Sorgfalt herrscht. Das war leider in der Vergangenheit nicht so. Wir haben den Gesetzentwurf kennengelernt in einem Hauruck-Verfahren im vergangenen August. Damals hat ihn nicht nur die SPD-Fraktion, also Gerhard Merz, die FDP-Fraktion und die Linke gesagt, dass man in diesem Verfahren das Gesetz nicht ordentlich durchbringen kann. Das haben Ihnen auch alle Betroffenen gesagt. Und so ist es ja letztendlich auch gekommen. Sie haben uns 1,5 Stunden vor der entscheidenden Ausschusssitzung einen umfangreichen Änderungsantrag vorgelegt. Und Sie haben sich dafür entschuldigt, das will ich auch sagen. Allerdings mit unterschiedlichen Begründungen. Herr Reul von der CDU sagte, es gibt ein paar kleinere Anpassungen. Da muss ich sagen, da kann ich ihm nur zugutehalten, dass er wahrscheinlich seinen Gesetzentwurf zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gelesen hatte. Denn dieser sogenannte Fraktionsentwurf wurde dann unter anderem für uns erläutert von einem Ministerialdirigenten aus dem Sozialministerium, der sich auf das Justizministerium bezog. Und das passt auch, zu dem, was was die Grünen-Abgeordnete in dem Moment sagte, nämlich, es hätte ein paar knifflige juristische Probleme gegeben. Ich will aber sagen, dass insgesamt die Änderungen doch nicht so schlecht waren, wie Frau Böhm jetzt sagte. Nämlich, das ist eine Sache von Glas voll und Glas leer. Ich gucke, woher wir kommen, und Sie gucken, wohin wir wollen. Und wohin wir wollen, ist halt voll. Und wohin wir wollen, ist halt leer. Und woher wir kommen, ist halt voll. Ja? Das werden wir aber dann in der Diskussion ja besprechen können. Immerhin. Immerhin hat ja diese ganze Verschiebung und das ganze Theater ja auch ein Gutes. Die Verschiebung kam ja, da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Ich meine, sie kam daher, dass eine dritte Lesung drohte und dass die Reise- und Koalitionsverhandlungspläne der regierenden Parteien einfach eine nochmalige Plenarsitzung im Dezember nicht mehr zugelassen haben. Aber gut ist daran, dass man jetzt die Behindertenbeauftragte, den Behindertenbeauftragten oder Landesbeauftragten hauptamtlich macht, was ja vorher nicht vorgesehen war, was Sie aber schon hätten längst haben können, wenn Sie 2015 dem SPD-Entwurf. Und da gratuliere ich ausdrücklich dem Teil der Verhandlungspartner, die das geschafft haben. Dennoch habe ich auch meine Skepsis, was das Durchregieren betrifft, was die Einsetzung durch die Landesregierung betrifft und wiederum die Einsetzung des Inklusionsbeirates. Also einmal durchregieren. Uns wäre es wichtig, wenn eine solche Person unabhängig wäre und nicht weisungsgebunden im Sozialministerium. Des Weiteren, und das hat Frau Böhm auch angesprochen, richtigerweise, Sie haben einen Zielkonflikt. Einerseits wollten Sie gerne denen, die Sie kritisiert haben, dass sie zu wenig verbindlich für die Kommunen sind, denen wollten Sie irgendwie Recht schaffen. Auf der anderen Seite wollten Sie jeden Anschein von Konnexität vermeiden. Und das hat natürlich ein paar
verschwurbelte Ausdrücke wie die Kommunen soll darauf achten oder die Landesregierung achtet darauf, dass die Kommunen dies und jenes machen. Zur Folge. Was unleugbar aber gut ist. Was unleugbar gut ist, ist bei der Barrierefreiheit die Beweislastumkehr. Das war eine wichtige Forderung, und wir freuen uns, dass wir die wiederfinden können. Ob Sie aber die Barrierefreiheit mit diesem Gesetz so durchsetzen können, dass nicht nur bauliche Veränderungen, sondern vor allen Dingen Veränderungen, die tagtäglich anfallen können, Aufwendungen, die tagtäglich anfallen können, mit berücksichtigen können, das wird die Beratung zeigen. Zum Beispiel, wer zahlt eine Hochzeit, die in Gebärdensprache übersetzt werden muss? Wer zahlt den Gebärdendolmetscher? Das werden Sie ja zugeben, dass eine Hochzeit wirklich ein Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe ist und das doch erst eigentlich ermöglicht werden muss. Und auch ganz vorsichtig ist das nur mit leichter und einfacher Sprache ausgedrückt, einfach weil es auch Geld kostet. Und das dürfte keine Rolle spielen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die im Sozialausschuss waren in der vergangenen Legislaturperiode, werden mir sicher alle recht geben, dass die eindrucksvollsten, eindrücklichsten und berührendsten Anhörungen, die wir gehört haben, die mit Menschen mit Behinderung gewesen sind. Sie haben uns alle nicht unberührt gelassen. Und diesen Menschen ins Gesicht zu hauen, indem man bei einem Gesetz, wo es um ihre Teilhabe geht, ihnen eine mündliche Anhörung verweigert und sagt, wir wollen das nicht hören, ist absolut respektlos. SPD vorzuwerfen, sie habe die Beratung verzögert, weil sie eine Sitzung verschoben hat, weil die SPD, die FDP und die Linke nämlich eine eigene Anhörung für diese Menschen gemacht haben, ist den Kollegen gegenüber respektlos. Und jetzt kann ich nur sagen, wir hoffen auf das halb volle Glas und hoffen auf gute und sorgfältige Beratungen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Alex. Nächster Redner hat sich gemeldet, der Kollege Pürsün für die Fraktion der Freien Demokraten. Vielleicht nur als Anmerkung für den nächsten Redner. Es sind ja Maximalredezeiten, die müssen nicht immer unbedingt ausgeschöpft werden. Aber es ist natürlich die Freiheit des Abgeordneten, 37 auszuschöpfen. Herr Pürsün, bitte, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Gleichstellung aller Menschen ist ein wichtiges Prinzip freier Gesellschaften. Daher ist ein Gleichstellungsgesetz, hier das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz, immer auch ein wichtiges Anliegen für Freie Demokraten. Wenn wir das Wort behindert verwenden, darf es kein Stigma sein. Die Behinderung geht wohlmöglich auch von der Gesellschaft aus, die mehr tun muss, um volle Teilhabe zu ermöglichen. Wortwahl und Symbolik zeigen dabei auch, wie viel Verständnis und Wertschätzung wir aufbringen. Wir haben letztes Jahr in Frankfurt vorgeschlagen, dem Schwerbehindertenausweis eine voll in Ordnung Hülle beizugeben. Der Vorschlag bekam in den Medien Unterstützung unter anderem von zwei CDU-Stadträten und auch einem CDU-Abgeordneten. Bei der Abstimmung haben sie dann aber dagegen gestimmt. Wir sind hartnäckig geblieben und haben einen weiteren Antrag gestellt.
Diesen haben CDU, SPD und GRÜNE abgelehnt und unsere Forderung nur als Maßgabe protokolliert. Souverän geht anders. Dieses Verhalten ist voll daneben. Barrieren müssen wir noch konsequenter abbauen. Und dabei ist die Umsetzung wichtiger als die Ankündigung. An der Realität werden die Worte gemessen, z.B. auch im Verkehr. Die Mitnahme von Elektroscootern in Bussen und Bahnen, die Mitfahrt in Fernzügen mit Rollstühlen oder die Geräuscharmut von Elektrobussen für Sehbehinderte. Auf dem Papier kann es solche Probleme eigentlich gar nicht mehr geben. Aber es gibt sie auch 15 Jahre nach der Verabschiedung des Gesetzes auf Bundesebene. Wir Freie Demokraten fordern mehr Barrierefreiheit. Die Möglichkeit, an allen Facetten des Lebens teilzunehmen, ist Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Damit ältere Menschen und Menschen mit Einschränkungen ungehindert am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, müssen wir Barrieren abbauen. Dies betrifft auch digitale Angebote. Gerade digitale Angebote und Systeme sollten genutzt werden, um Barrieren abzubauen oder zu verringern. Dabei müssen die Programme der Stadtentwicklung für Barrierefreiheit effizient umgesetzt werden. Für uns Freie Demokraten ist Barrierefreiheit eine Haltung. Deshalb begrüßen wir jeden Schritt in jedem Bereich, der Hindernisse aus dem Weg räumt und somit zu mehr Barrierefreiheit beiträgt. Wir Freie Demokraten definieren aber Barrierefreiheit weiter, Barrierefreiheit auch im Kopf. Wir wenden uns beispielsweise gegen jede Art von Diskriminierung, insbesondere gegenüber Älteren. Wir wollen eine vorurteilsfreie Gesellschaft mit Chancen für jeden. Die Umsetzung der Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention ist uns ein wichtiges Anliegen. Sie erkennt die Rechte von Menschen mit Behinderung als allgemeine Menschenrechte an. Die Anpassung an die novellierte Fassung des Behindertengleichstellungsgesetzes ist grundsätzlich sinnvoll. CDU und GRÜNE sind letztes Jahr damit gescheitert, die Änderungen im Hauruck-Verfahren durchzupeitschen. Die Koalition hat bei diesem sensiblen Thema die mündliche Anhörung verweigern und auf eine dritte Lesung verzichten wollen. Diese Rechnung ging nicht auf. Sie konnte nicht aufgehen, weil dafür der Entwurf viel zu spät eingebracht wurde. Jetzt gibt es einen zweiten Anlauf mit einem veränderten Entwurf, in dem einige Forderungen aus den Anhörungen, insbesondere aus der allein von den Oppositionsfraktionen durchgeführten mündlichen Anhörung, aufgenommen wurden. Das ist schon einmal bemerkenswert. Wir wollen Betroffene und Fachverbände beteiligen und anhören, schriftlich und mündlich. Im Ausschuss werden wir den Entwurf im Detail beraten und durchleuchten und diesmal in Ruhe bewerten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich sehr bei dem Abgeordneten Pürsün. Nächster Redner ist der Kollege Max Schad für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Regierungsfraktionen haben sich in der Behindertenpolitik ein ambitioniertes Programm für diese Legislaturperiode gegeben. Unser Ziel ist es, Hessen für Menschen mit Behinderungen ein ganzes Stück lebenswerter und gerechter zu machen. Wir wollen, dass sich Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt in das gesellschaftliche Leben einbinden können. Dazu haben wir einen breiten Ansatz gewählt, der an vielen Stellschrauben ansetzt, um Verbesserungen zu erreichen. Von der Wohnung zum Arbeitsplatz, von der Schule zu Kultur und Freizeit. Wir wollen Barrieren abbauen, Unterstützung optimieren, Selbstbestimmung fördern und dem inklusiven Gedanken stärkere Geltung schaffen. In dieser Legislaturperiode werden wir deshalb eine ganze Reihe an Maßnahmen umsetzen, um diese Ziele zu erreichen. Die Einführung eines Gehörlosengelds, die bessere Förderung von Wohnmöglichkeiten mit höchstmöglicher Eigenständigkeit, der Ausbau des Perspektivprogramms HEPAS und die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Barrierefreiheit sind hierbei nur vier Beispiele der anstehenden Maßnahmen. Der Auftakt bildet heute das zweite Gesetz zur Änderung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Heute ist ein guter Tag für die Menschen mit Behinderung in Hessen. Das vorliegende Änderungsgesetz beinhaltet konkrete Verbesserungen für alle Betroffenen. Mit der Novellierung des Gesetzes wollen wir gemeinsam einen weiteren Schritt hin zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe gehen. Bund und Land müssen bei der Behindertenpolitik mit gutem Beispiel vorangehen. Mit dem Hessischen Behindertengleichstellungsgesetz kommen wir dieser Aufgabe nach und werden durch die heute vorgeschlagenen Änderungen der Verantwortung gerecht, unsere hessischen Regelungen an die UN-Behindertenrechtskonvention anzupassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was genau wollen wir mit dem vorliegenden Gesetz erreichen? Ich will an dieser Stelle drei besonders wichtige Punkte nennen. Zum Ersten stellen wir klar, dass in Zukunft Neubauten sowie Um- und Erweiterungsbauten des Landes barrierefrei errichtet werden sollen. Wir verzichten bei Umbau und Erweiterungen auf einschränkende und auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe. Und wir lassen das Argument der unangemessenen wirtschaftlichen Belastung künftig nicht mehr als zulässige Ausnahme gelten. Damit erleichtern wir die barrierefreie Gestaltung bereits bestehender Bauten in ganz erheblichem Maße. Und dies soll künftig nicht nur Gebäude im Eigentum des Landes betreffen, auch bei Anmietungen muss zukünftig auf das Erfordernis der Barrierefreiheit geachtet werden. Insgesamt verstärken wir damit also die Maßnahmen hin zu mehr baulicher Barrierefreiheit. Gleichzeitig wollen wir mit der Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie für einen barrierefreien Zugang zu Websites und zu mobilen Apps öffentlicher Stellen sorgen. Zweitens wollen wir, dass Behörden in leicht verständlicher Sprache kommunizieren. Kommunikation in verständlicher und leichter Sprache ist die Grundvoraussetzung für eine Teilhabe im Verwaltungsverfahren und damit für die Behörden die Grundvoraussetzung für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung. Bei Schwierigkeiten mit dem Textverständnis sind die Dokumente in verständlicher Weise und leichter Sprache schriftlich zu erläutern. Und drittens werten wir mit dem vorliegenden Änderungsgesetz die Position des Beauftragten der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen auf. Das ist ja bereits angeklungen. Statt ehrenamtlich werden wir das Amt hauptamtlich besetzen. Es ist unser erklärtes Ziel, die Interessensvertretung der Menschen mit Behinderungen deutlich zu stärken und wirksame Einflussmöglichkeiten zu steigern. Zudem soll auch der Inklusionsbeirat als explizit normiertes Gremium die Möglichkeit haben, eine bedeutsamere Rolle einzunehmen. All dies wird die Möglichkeiten verbessern, Rechte effektiv wahrzunehmen und Interessen durchzusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig, künftig auch explizit die kommunalen Gebietskörperschaften als Normadressaten in den Geltungsbereich des Gesetzes einzubeziehen. Andere Länder um uns herum haben diesen Schritt bereits gegangen. Und auch wir in Hessen setzen nun das wichtige Zeichen, Diskriminierungsverbot und Teilhabe bis auf die lokale Ebene sind uns wichtig. Ich will an dieser Stelle aber auch klar sagen, schon jetzt ist es so, dass Landesbehörden, der Landtag, die Gerichte und Staatsanwaltschaften, aber auch die kommunalen Gebietskörperschaften an Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes und an die UN-Behindertenrechtskonvention gebunden sind. Schon jetzt müssen auch die Kommunen und Landkreise Chancengleichheit gewährleisten und das Diskriminierungsgebot beachten. Schon jetzt bindet die UN-Behindertenrechtskonvention ohnehin alle staatlichen Organisationseinheiten, also auch die kommunalen Gebietskörperschaften, die wir nun explizit in den § 9 und 10 in den Geltungsbereich des Gesetzes einbeziehen. Wir schaffen mit dem Änderungsgesetz daher an dieser Stelle keine neuen Verantwortlichkeiten, beseitigen aber in erster Linie Rechtsunsicherheit. Wir schaffen Rechtsklarheit. Denn eines möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal unterstreichen. Die Schaffung von gleichberechtigten Bedingungen ist eine Querschnittsaufgabe. Nicht allein Bund und Land sind hier in der Pflicht. Nein, es ist permanente Aufgabe aller Ebenen, von der Kommune hin bis zu den Institutionen der Europäischen Union. In der zurückliegenden Legislaturperiode gab es ja Diskussionen darüber, wie sichergestellt wird, dass die Anliegen der Verbände effektiv eingezogen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Zufriedenheit stelle ich fest, an dieser Stelle haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Wer sich den neuen Gesetzentwurf anschaut, dem fällt auf. Wir haben die Rückmeldungen und Stellungnahmen nicht beiseite gelegt, wie Sie das pauschal behaupten, sondern wir haben sie zu Herzen genommen und an ganz vielen Stellen berücksichtigt. Wir haben genau hingeschaut, und wir haben den neuen Gesetzentwurf auch ein Stück weit besser gemacht.
Ich mag es vielleicht mal an, drei Stellen deutlich machen. Wir haben in § 4 Absatz 2 die Beweislastumkehr, das ist ja auch schon angeklungen, deutlich normiert. Wir haben in § 18, was eines der Hauptanliegen ja auch war, umgesetzt, nämlich die hauptamtlichen Behindertenbeauftragten. Und wir haben in § 10 den Verzicht auf die zulässige Ausnahme bei ungemessener wirtschaftlichen Belastung im Baubereich umgesetzt. Das sind alles explizit Anregungen und Hinweise aus dem Anhörungsverfahren gewesen. Und das darf an dieser Stelle, auch wenn Sie das nicht wahrhaben wollen, auch nicht unter den Tisch fallen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist in der zurückliegenden Debatte ja bereits auch angeklungen. Die Behindertenpolitik soll kein Feld sein für erbitterte politische Debatten. Und deshalb hoffe ich, dass uns dieser politische Grundkonsens in den folgenden Debatten leitet und nicht das Trennende. Ich freue mich auf das weitere parlamentarische Verfahren. Wir sind davon überzeugt, dass wir schon bald sichtbare Erfolge vorweisen können, die unserem eingangs geäußerten Anspruch gerecht werden, nämlich Hessen für Menschen mit Behinderungen ein Stück weit lebenswerter und gerechter zu machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schad. Das war die erste Rede von Herrn Abg. Schad hier im Hessischen Landtag. Wir gratulieren sehr herzlich und bedanken uns. Noch gemeldet hat sich der Abg. Enners. Er hat noch 1 Minute und 9 Fraktionen der AfD. Herr Enners, bitte schön, 1 Minute und 9 Sekunden. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Barrierefreiheit sind wir uns wohl alle einig. Aber, liebe SPD-Fraktion, mir fehlt in Ihre Richtung so ein bisschen der Glaube. Hier wird von Barrierefreiheit aus Ihren Reihen gesprochen, aber gelebt sieht sie doch anders aus. Deswegen mein Appell an Sie, 3 Tage lang da unten den Stellplatz, den Behindertenstellplatz zu blockieren mit einem Auto, das keine Kennzeichnung hat, finde ich jetzt nicht wirklich richtig. Ah, Sie sind. Also, ja, ist ja schön. Also, wenn ein Fahrzeug eine Kennzeichnung hat, dann ist es natürlich berechtigt. Wenn natürlich keine Kennzeichnung zu finden ist, finde ich das schon. Ja, ich weiß ja nicht, wer es ist. Deswegen richte ich ja einen Appell hier dran. Die Betroffene hat sich gemeldet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Wort hat der Abgeordnete Enners. So, Herr Enners, danke schön. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet die Abgeordnete Gnadl, Fraktion der SPD. Frau Gnadl, Sie haben 2 Minuten. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt hier im Hessischen Landtag seit Kurzem einen Eltern- und Kindparkplatz. Darüber freuen wir uns sehr. Es hat lange gedauert, bis der hier in diesem Landtag gekennzeichnet und eingeführt wurde. Diese Kennzeichnung befindet sich auf dem Boden. Gleichzeitig befindet sich auf diesem Parkplatz die Kennzeichnung für einen Behindertenparkplatz. Es ist also ein Parkplatz, der sowohl für Menschen mit Behinderung, die eine entsprechende Kennzeichnung auch am Auto haben, da ist, als auch für diejenigen hier im Hause, die einen Eltern- und Kindparkplatz benötigen, damit sie die Möglichkeit haben, einen Maxi-Cosi aus dem Auto rauszubewegen oder einen Kinderwagen. Deshalb beanspruche ich mit meinem Auto als Mutter von einem 5 Monate alten Kind, die einen Maxi-Cosi aus dem Auto ein- und ausladen muss, diesen Parkplatz. Ich musste ihn allerdings auch schon verteidigen gegenüber Dienstfahrzeugen. Und ich musste mich jetzt schon mehrfach in der Tiefgarage rechtfertigen, mein Auto auf diesen Parkplatz zu stellen, auch gegenüber Personen, die keinen Schwerbehindertenausweis haben. Ich habe mich erkundigt. Hier im Haus gibt es weder unter den Abgeordneten noch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
keine einzige Person, die einen entsprechenden Schwerbehindertenausweis hat. Deswegen hat auch der Hessische Landtag entschieden, dass ein Parkplatz, der für Schwerbehinderte hier im Hause da ist, dass ein Parkplatz in dieser Nutzung auch für Eltern und Kind möglich ist. Und ich bin froh darüber. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Herr Enners, Sie haben die Gelegenheit zur Erwiderung für 2 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich mich hier entschuldigen muss. Ich habe ja niemandem etwas vorgeworfen. Also, es war ja jetzt kein Urteil, kein Irrtum, sondern es war nur ein Nichtwissen. Ja? Es war ja nur ein Nichtwissen, meine Damen und Herren. Genau. Da kann ja jetzt das Ergebnis nur sein, da die fraktionslose Abgeordnete aus den Reihen der GRÜNEN, wir Abgeordnete haben, die entsprechend bald Kinder bekommen, noch mehr dieser Parkplätze zu schaffen. Dafür würde ich an dieser Stelle dann plädieren. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Enners. Ich darf nun das Wort erteilen dem Staatsminister Klose für die Landesregierung. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch wenn es schwerfällt, ich komme jetzt noch einmal auf den Gesetzentwurf zurück und möchte Ihnen die Position der Landesregierung darlegen. Endlich, und ich will das wirklich betonen, endlich können wir durch den vorliegenden Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz an die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen anpassen. Ich bin darüber wirklich froh, denn das ist überfällig. Sie wissen ja und sind auch hinreichend darauf eingegangen, dass bereits in der vorausgegangenen Legislaturperiode dazu ein parlamentarisches Verfahren begonnen und auf den Weg gebracht wurde, eine Beschlussfassung aber bekanntlich nicht mehr zustande kam. Und Sie werden verstehen, dass ich mir jetzt einmal erlaube, über die Gründe dazu zu schweigen. Auch wenn die Regelungen des alten Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes zwar im Sinne der UN-BRK ausgelegt werden können, muss es im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwendung unser Ziel sein, die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes unter Beachtung der Ziele der UN-BRK auch endlich für das Verwaltungshandeln der Behörden in Hessen umzusetzen. Das ist schon deshalb nötig, damit Betroffene vergleichbare Standards vorfinden können. Die UN-BRK verpflichtet dazu, die Teilhabe ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderungen zu gewährleisten und zu fördern. Und genau das ist auch unser Selbstverständnis, und darauf baut die vorgelegte Novelle des Gesetzes auf. Dieses Hessische Behindertengleichstellungsgesetz ist ein Rahmengesetz, das sowohl allgemeine Ziele zur Herstellung von Barrierefreiheit und zur besseren Teilhabe vorgibt, als auch Definitionen für das Verwaltungshandeln hessischer Behörden beinhaltet. Die konkreten Regelungserfordernisse zur Umsetzung der UN-BRK sollen aber den fachspezifischen Normsetzungen überlassen werden, denn Inklusion erfordert ganz grundsätzlich die Einbeziehung der Belange von Menschen mit Behinderung eben in allen Lebensbereichen. Aus meiner Sicht ist es grundlegend, dass der Geltungsbereich des Gesetzes sich nicht mehr nur auf die Landesbehörden beschränkt, sondern auch das Wirken der Träger öffentlicher Gewalt in den hessischen Kommunen umfasst. Die Gewährleistung der Rechte von Menschen mit Behinderung ist nämlich Aufgabe aller staatlichen Ebenen, und erst so setzen wir die UN-BRK wirklich um. Das HessBGG soll und wird der weiteren Überwindung von Zugangsbarrieren, die die Teilhabe einschränken, dienen.
und es setzt deshalb auf zentrale Leitprinzipien der UN-BRK wie Selbstbestimmung, Zugänglichkeit und Partizipation. Ich will deshalb auf eine ganz wesentliche Änderung des derzeitigen Entwurfs eingehen. Zukünftig wird das Amt der beauftragten Person für Menschen mit Behinderung hauptamtlich wahrgenommen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, denn der Aufgabenbereich der Beauftragten ist in den letzten Jahren stark angewachsen. Die Etablierung der oder des Hauptamtlichen betont den hohen Stellenwert, den die Politik für Menschen mit Behinderung in der Sozialpolitik unseres Landes einnimmt. Sie oder er soll außerdem die Kommunen bei der ihnen neu auferlegten Pflicht zur Regelung der Interessenwahrung vor Ort durch Satzung unterstützen. Ich glaube, das ist gar nicht so gering zu schätzen, denn diese Unterstützung wird nötig sein. Außerdem wird sie oder er die Landesregierung und den Landtag über die bisherigen Berichtspflichten deutlich hinausgehend auch darüber unterrichten, wie sich die Interessenwahrung von Menschen mit Behinderung auf örtlicher Ebene und ihre Partizipation an politischen Prozessen entwickelt haben. Da die Umsetzung der UN-BRK in den Kommunen eine wichtige Aufgabe ist, kommt der oder dem Beauftragten gemeinsam mit dem Inklusionsbeirat die Rolle zu, künftig Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK anzuregen und die Zusammenarbeit mit den Verbänden und den bestehenden kommunalen Gremien zu fördern. Und deshalb ist es auch richtig und wichtig, dass die Mehrheit der Mitglieder des Inklusionsbeirats selbst Menschen mit Beeinträchtigungen sein werden, denn sie sind die besten Expertinnen und Experten in eigener Sache. Sie sind die besten Ratgeberinnen und Ratgeber, und gleichzeitig wird so eine angemessene Vertretung ihrer Interessen gewährleistet. Meine Damen und Herren, abschließend will ich Ihnen noch ankündigen, dass wir im Laufe dieser Legislaturperiode und unabhängig von der turnusmäßigen Berichterstattung durch die oder den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung eine Überprüfung des hoffentlich bald novellierten Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes vornehmen wollen. In diese Prüfung werden wir weitere Anregungen der Menschen mit Behinderung und ihrer Interessensvertretung ausdrücklich einbeziehen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt, und wir überweisen den Gesetzentwurf nach erster Lesung an den SIA. So, jetzt wollen wir kurz die Tagesordnung bereinigen. Der Tagesordnungspunkt 24 und 26, das ist der Antrag der Fraktion der SPD, der Freien Demokraten, der Fraktion DIE LINKE, Anhörung Theaterlandschaft gemeinsam mit dem Dringlichen Entschließungsantrag von Fraktionen der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Anhörung der Kulturschaffenden, auch Soziokultur und darstellender Kunst, den verweisen wir, wenn ich es recht verstanden habe, direkt an den WKA. Alles klar, so machen wir es. Alle anderen Anträge schieben wir ins nächste Plenum. Machen wir so. Wunderbar. Dann sind wir nicht nur am Ende der Aussprache, sondern wir sind am Ende unserer Beratungen. Ich bedanke mich für die guten Beratungen und wünsche Ihnen eine fröhliche Zeit. Alles Gute und bis bald.